Recht herzlich willkommen zur 260. Folge von City Skylines. Ja, wir sind wieder in der Aufräumaktion unterwegs. Wir haben hier unten 14.262, 550, 642, steigt gerade die Zufriedenheit. Okay, wir sollten noch weiter aufräumen. Das ist definitiv das, was wir letzte Folge gesagt haben. Und deswegen gehen wir mal hier rein und machen dann den Bagger an, weil dann sieht man hier einfacher, ne? So, das weg. Und das weg. Und da haben wir wieder eins mit erwischt. Das liegt daran, dass die hintereinander sind. Das passiert ab und an mal. Ne? Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht wieder Straßen erwischen, wie beim letzten Mal. Das war nicht so positiv. Ja, und hier sind immer noch so ein paar Häuser, wo noch das Beerdigungsinstitut noch nicht war. Und aus diesem Grunde haben wir diese vielen Häuser. Das ist immer wieder da. Und da müssen wir gucken, dass wir das irgendwie ans Laufen kriegen, ne? Aber die sind ja alle glücklich und zufrieden, wenn wir die Häuser abreißen. Und wenn das passiert, dann werden die alle ganz schnell wieder zu uns kommen, wie wir jetzt hier nicht sehen, aber da sehen. Und das wird sich dann auch auf der linken Seite irgendwann äußern, dass das besser wird, ne? So, ne? Hier sind auch ganz viele Häuser. Ja, es waren halt noch sehr viele am Blinken. Wir haben ja schon Krematorien gebaut, damit das besser wird, aber es braucht seine Zeit, bis das in Ordnung ist, ne? Das ist halt so. Da ist ein Friedhof, den müssen wir noch bearbeiten. Aber jetzt machen wir gerade hier. Das haben wir schon fertig. Hier müssen wir jetzt leider einmal rausgehen aus der Baustelle, da reingehen und das machen. Dann gehen wir wieder ins Blaue, das sieht man einfach besser, die Gebäude, ne? Zum Abreißen ist das idealer. So. So. Der ist auch weg. Hier ist noch ein Hochhaus. Naja, es sind mehrere Hochhäuser, die da noch abgerissen werden müssen. So geht's. Da ist auch noch eins. Es sind aber keine Leichname mehr hier irgendwo in den Häusern, deswegen wird sich die Situation bestimmt verbessern, ne? Gehe ich mal von aus. So, hier sind wir schlechter, aber da sind die 700, das ist also alles gut. Wir kriegen das bestimmt noch hin. Hier ist auch wieder, dann machen wir mal gerade das aus. Gehen kurz da rein und eröffnen das wieder. Ah, da ist noch einer. Nehmen wir den auch mit. Im Müllhalden sind das allerdings. Der ist nicht. Dann gehen wir wieder ins Blaue und bereinigen weiter. Ja, da ist der Bodenrichtwert gerade auch schon gestiegen, ne? Hat da ja auch mit zu tun dann. Und da kommen wir schlechter ran. Da müssen wir drehen. So passt's. Da gibt es auch noch einige. Hier läuft, ne? Da ist ein Zeppelin im Weg. Da hinten blinkt auch noch ein Haus. Ja, dann kommen auch wieder Leute rein, wenn wir hier freien Wohnraum haben. Da baut man ja schon, wie man sieht. Und das müssen wir drehen. Da auch. Dann haben wir zwei kaputte Häuser gleichzeitig gemacht. Das ist wunderbar. Das ist auch weg. Das ist alles gut hier. Hat es ein richtiges wohl erwischt. Da haben wir auch noch eins. Zwischen den Friedhöfen hat sich tatsächlich eine reingepflanzt. Da sehen wir die Smileys, die dann auch zufrieden sind, dass die leerstehenden Nachbarhäuser abgerissen werden. Dann sind die auch zufrieden. Hier sehen wir allerdings noch ein paar
blinken, ne? Da müsste eigentlich wer kommen und die wegtransportieren. Das ist leider noch nicht gegeben. Das heißt, hier müsste eigentlich noch was hin. Müssen wir uns auf jeden Fall merken. Und noch ein paar Krematorien bauen, ne? Das weiß ich nicht, was das ist. Steht leer oder was? Ah ne, jetzt ist es bewohnt. Das ist gut. Hier ist ganz viel weniger. Aber stromtechnisch sind wir da noch dran. Und da war leider wieder ein Haus bei. Das ist ein Krankenhaus. Hier hinten gibt es noch ein paar Häuser, die wir wegreißen müssen. Ich weiß gar nicht, hatten wir hier nicht schon? Und da ist auch noch eins. Aber naja, eins oder zwei, die werden auch immer wieder kommen, so wie hier die Preise jetzt so hoch sind. Aber ich glaube, jetzt ist schon nicht mehr so schlimm, ne? Hier, das wird auch noch werden und das wird auch noch werden. Das ist halt so. Richtwerte sind so hoch dann. Für die arme Gesellschaft ist es nicht zu bezahlen, ne? Das ist leider so. Ja, da ist noch eins. Hier hat es gebrannt. Da sind drei Häuser abgebrannt. Ich glaube, das war gerade die Straße wieder, ja. Und dann müssen wir wieder eine Straße haben mit Mittelspur. Vierspurig wohl, oder? Ja, sieht nach vierspurig aus. Ist aber keine Dingens gewesen, ne, oder? Ich glaube einfach nur diese hier vielleicht. Ja, könnte sein, dass die das war. Ist aber ein Industriegebiet, das war vielleicht auch nur die. Ist aber so jetzt erledigt. So, hier hinten haben wir auch noch was. Hier sind wir jetzt bei 12,5. Da geht es also voran, dass wir da wieder Geld in die Kasse kriegen. Ich weiß nicht, ob da was Schlechtes oder Gutes gerade passiert ist. Das weg. Da ist auch noch eins. Das weg. Hier sind nur drei. Das müssen wir irgendwie anders drehen. Irgendwo gibt es immer eine Blickrichtung, dass man gut abreißen kann, ne? Gut, hier geht auch noch was. Oh, hier ist eine blinkende Haltestelle. Hier auch. War hier irgendwas passiert? Hat man hier eben was abgerissen? Nein, oder? Das war nicht hier, oder doch? Lass mal gerade den Nahverkehr anklicken. Ich weiß jetzt nicht, wo das Problem hier ist. Ah, da ist es zu Ende und geht dann nicht weiter. Ah. Wo ist das denn passiert, dass der da nicht mehr fahren kann? Ist das jetzt zu oder ist das weg? Und wir haben die weggenommen, dann ist der Kreis geschlossen. Deswegen waren die jetzt nicht so happy, ne? Kriegen wir denn hier noch eine Haltestelle wieder hin? Ja, ne? Dann ist die jetzt da. Drei haben sich gefreut, okay? Wir gehen wieder in den Baumodus, weil das war jetzt unser Ziel erstmal. Ja, okay, es ist jetzt auch wieder langsam. 12.000, okay. Gerade umgesprungen. Ich wollte gerade sagen, es wird mit dem Geld gerade nicht besser, aber ein bisschen was passierte da doch. Das wird gerade gebaut. Es kommen Leute. Hier ist der Richtwert zu teuer. Das heißt, da werden vielleicht auch Leute ausziehen, aber das ist dann halt so.
Mir das neu oder was? Ja. Eckhaus, das ist doch bestimmt bald wieder bewohnt, oder? War da nicht gerade noch eins? Ja, da. Das sieht doch alles gut aus hier, oder? Da hinten ist noch eins. Und hier ist ein ganzes Viertel, wo noch frei ist. Ja, ist jetzt nicht die Folge, wo ich sagen würde, guckt sie gerne an, ne? Aber gemacht werden muss es auch. Da hinten versteckt sich noch einer um die Ecke. Ist jetzt aber auch weg. So, jetzt ist ja schon richtig gut, ne, oder? So viel ist nicht mehr, ne? Wir kommen dahinter. Da gab es gerade eine Aufwertung auch. Das sieht doch schon richtig gut aus, oder? Eins hat es gerade wieder erwischt. Aber hier waren wir schon, ne? Aber in so einem Park gibt es halt immer, ne? Da gibt es noch was. Das ist auch erledigt. Hier hinten nochmal durchforsten. Ich glaube, jetzt sind wir hier mit dem Geld. Ist eher, dass die Leute wegziehen, weil sie kein Geld mehr haben, ne? Die Toten sind nämlich, glaube ich, alle ziemlich weg. Das hat jetzt geklappt mit dem Krematorium-Gewusel. Okay, hier sind noch einige Häuser. Die machen wir gerade auch noch. Da, dort, dort. Das geht. Hier ist alles im grünen Bereich. Hier werden auch wieder Häuser durch diesen Boden. Warum waren so viele Smileys gerade hier? Hat es das Falsche erwischt oder was war das gerade? Ich hatte eine Unmenge negativer Smileys gerade hier, aber ich habe doch nur das Eckhaus weggesammelt, oder? Ja, weiß ich auch nicht, ne? War wahrscheinlich der einzige Sexshop im Gegenteil, der da weggemacht worden ist und dann waren die sauer oder was. Aber das sind doch Wohnhäuser. Naja. Es sieht relativ gut aus. Oh, es sieht hier verdammt gut aus mit 11.000 plus. Also das hat sich ja wieder gemausert jetzt, ne? Da wollen wir uns keine Gedanken also machen. Können hier aber noch ein paar in diesem Industriegebiet, was ja auch gerne ne, zusammenbricht hier wirtschaftlich. Kriegen wir aber hin, aber obwohl, es sind diesmal nicht ganz so viele. Und zwar hier immer fürchterlich viel Industrie, die flöten gegangen ist, ne? Und das ist auch weg. Nee, diesmal war hier nicht so viel. Industrie hat uns nicht so verlassen. Ja, dafür haben wir hier genug Bereiche, die noch zu machen sind, wie man sieht. Ja, da waren wir wohl noch gar nicht in dieser Ecke. Ist noch verdammt viel oder schon wieder viel, weiß ich nicht. Das wird schon gebaut. Da gehe ich lieber so dran. Jetzt habe ich nahe die Autobahn dahinter weggerissen. Das wäre nicht so dolle. Das haben wir auch erledigt. Da ist noch was. Da ist auch noch eins. Hier noch. Da noch. Dort noch. Zwei. Und wir kriegen es hin. Früher oder später doch, ne? Da hinten ist noch was, aber wir blättern mal gerade um hier auf diesen Friedhof zum Lernen. Und hier gehen wir gerade hin und machen das auch wieder an. Beziehungsweise aus. Da ist auch noch einer. Läuft hier, oder?
So, nochmal umblättern, nochmal den Bagger an und weiter geht's. Nee, den möchte ich nicht fokussieren, den Kran hätte ich jetzt beinahe gesagt. Den Funkturm. Alles gut hier, oder? Ich glaube, wir sind schon fast durch. Hier ist noch ein kleines Häuslein und naja, überall sind ein paar. Hier waren wir auch noch nicht, glaube ich, aber hier ist es schon ziemlich gut. Ja. Jetzt wieder eins mehr erwischt. Ist halt so. Hier oben bei der Seilbahn. Die wahrscheinlich kaum Touristen durch die Gegend bringt. Läuft. Da ist noch eins. Nehmen wir auch noch gerade mit. Okay. Ja, komm. Dann das auch noch. So, wir sind leider wieder in der Miesen. Haben aber gut aufgeräumt. Irgendwo hier versteckt sich eins. Da. Und dort. Und da. Und dort. Und dort. Ja, so weit sind wir jetzt am Abreißen durch, würde ich sagen. In der nächsten Folge müssen wir mal gucken, warum die Zahlen noch nicht so ganz fluppen. Werden wir aber auch rausfinden. Na, vielleicht liegt es an den letzten drei Häusern, die hier sind. Nein, ist es nicht, aber es wird ja auch alles wieder besser, denke ich. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sind wir bei dieser Folge am Ende und kümmern uns dann in der nächsten Folge um die finanziellen Geschichten, dass die hier auch wieder hochkommen. Dann müssen wir mal gucken, woran es liegt. Dass wir hier die Wirtschaft mal schauen, was die für Probleme hat. Und das Budget ist ja am Boden. Naja, nicht ganz, aber hier geht's schon mal hin und her, ne? Wir haben hier 120% bei der Müllabfuhr. Sind wir denn bei unserem Gesundheitswesen? Da sind wir auf 100%, ne? Warntechnisch ist das natürlich schlecht am Laufen hier. Da haben wir schon so einiges nachts rausgezogen, ne? Die Monorail fährt nachts. Die Seilbahn braucht bestimmt nachts nicht fahren. Die nehmen wir da auch mal raus. Und Schiffe kommen nachts auch nicht durch die Gegend gefahren. Haben schon einiges weg, ne? Straßenunterhalt in der Nacht, ne? Den müssen wir behalten. Aber das ist der größte Batzen, ne? Straßen. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das weiter hier managen. Schulsystem 100. Polizei ist noch gut am Laufen. Feuer hatten wir jetzt gerade ein bisschen mehr, ne? Können wir vielleicht mal auf 100 gehen. Das ist auch viel Geld hier, ne? Okay. Da sind wir schon bei der Müllabfuhr höher. Gut. Passt erstmal. Macht der Nahverkehr überhaupt? Der kostet nur, ne? Oder wie sehe ich das? Bringt irgendwer Geld? Ja, das sind hier die U-Bahn. Ne, doch. Bus, Straßenbahn, U-Bahn, ne? Das ist der Zug, das Schiff, das Flugzeug, ja. Monorail, Seilbahn sind alle im Minus bis auf die U-Bahn. Gut, da müssen wir noch weiter gucken. Vergnügungszentrum etc. und so fort. Ja, da kann man überall noch viele Statistiken in der nächsten Folge angucken. Alles klar, würde ich erstmal sagen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und eine Info gibt's, wenn ihr die Glocke anmacht, wenn ich das nächste Video hochlade. Bis dann. Tschüss.